Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt Art of Conquest. Ja, hier haben wir glaube ich erst einmal eine Serverauswahl. Und hier steht, empfohlen für Spieler, die Deutsch sprechen, Hyrule. Nehmen wir einfach mal. Wähle einen Helden, um deine Reise zu beginnen. Avalon, letzte Hoffnung, folgt sein brillanter Kommandeur, der kämpft, um sein Königreich zurückzuerobern. Rufio, goldener Hengst, Gladiator. Also hier haben wir einen Prinz, Gladiator und Magierin, meisterhafter Krieger aus dem Norden, der kämpft, um der beste und größte Gladiator der Welt zu sein. Oder Avril, Polaris Wunder, außerordentlich talentierte Eismagierin, die fest entschlossen ist, ihrem magischen Tempel wieder zu seinem früheren Glanz zu verhelfen. Wir nehmen sie mit. Ich mag Magier. Unbegleitete Sendungen sind kinderleicht zu überfallen. Okay. Ich kann mich bewegen. Eine Gruppe plündernder Skelette versperrte den Weg. Kraft 43. Das ist meine Kraft, oder was? Nee, Kraft des Feindes 43. Und ja, noch, okay. Meine Kraft ist 206. Klar, vorne haben wir die Lanzenträger. Oben haben wir, hinten, dahinter haben wir halt die, zack. Die Bogenschützen und da haben wir noch unsere Magierin. Die hat auch einen Skillcasten, kann die Eisnova. Gegner einfrieren. Einen Moralschub erhalten. Wir haben kein Leben verloren. Kriegen für Avril 1090 Erfahrungen dazu. Und hier geht es immer weiter und immer weiter. Also ich kann hier gar nicht... Zack, nächster. Eine Gruppe Bogenschützen ist wieder zu deiner Armee gestoßen. Ah ja, grün ist also, die stoßen zu uns und rot ist Gegner. Deine Armee dringt in das Stammesgebiet der Grimmschuppen ein. 61er Kraft. Zack, Ice Nova, alle freezen. Alle eingefroren. Okay, sie fliehen schon wieder. Sieg. Und für sie gibt es 1120 Erfahrungen dazu. Besiege die Plünderer, 50 Holz. Besiege den Grimmschuppenstamm, 50 Holz. Besiege die Zwergengewehrschützen. Oh, das Holz geht ein bisschen ab hier oben. Eine Gruppe Soldaten möchte sich deiner Armee anschließen. Na klar, immer her damit. Drei Bogenschützen, sieben Lanzenträger. Gold. Die Blockade wird gut verteidigt. Plane deine Vorgehensweise sorgfältig. 152 Kraft mit verschiedenen Verteidigungstürmen, ja. Und Stacheldraht auch noch. Anscheinend kann ich, doch, ich kann hier entscheiden, wie ich das machen möchte. So. Ah, eigentlich war es schon richtig so, wie es da stand, aber wir können. Ach, lassen wir sie hinten, ist okay. Oh, ich kann alle freezen. Bam! Und jetzt werde ich natürlich auch von den Dicks angegriffen, von den Bogenschützen da hinten. Moralschub! Und wir machen mal die Stacheldraht zerstören oder die Stachelfallen. Ich kann wohl immer nur einmal Eisnova einsetzen pro Runde. Da haben welche überlebt und wir haben auch ein bisschen Schaden bekommen. Sechs Einheiten sind gestorben. Verlorene Truppen 6, überlebende Truppen 9. Und 1500 Erfahrung. Oh, nehmen wir uns den Trank mit. Nehmen wir uns noch den Trank mit. Hier in unserem Inventar sehen wir jetzt einen Erholungstrank, heilt die schlimmsten Wunden von Helden, Einheiten. Speerkämpfer, langer Speer, humanoide Einheit und der Bogenschütze. Und da haben wir sie noch. Macht 1, Magie 2, Ausdauer 1, Führungsstärke 1.
Ach, guck mal, Energie. Die braucht Energie. Maximale Energie erhöht sich um 1 für alle 5 Punkte von Ausdauer. Und Ausdauer ist ja dann hier der Punkt. Ja, Macht, Magie, magischen Schaden, das ist schon wahrscheinlich dazu. Ausdauer und Führungsstärke 1. Was ist das? Mana. Ah, okay. Und hier haben wir die Fähigkeiten Ice Nova. Für 2 Punkte kann man das verbessern. Und dann haben wir noch verschiedene andere Skills, die nacheinander freigeschaltet werden. Wir haben einen Ritter, den wir mitkriegen. Ein Stroßtrupp. Stufe 2. Das hat ein bisschen länger gedauert, den mitzunehmen. Ich würde den Drachen ganz gerne töten. Lass das, genau. Hydren sind bekannt dafür, dass sie ihren Schatz erbittert verteidigen. Das Ding hat nur 100 Kraft. Sollte man kriegen. Wir werden vermutlich ein paar Einheiten verlieren. Ice Nova. Da können wir nicht freezen. Moralverfall. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tötet es. Tötet es. Tut mir das nicht an. Sollte ihn töten können. Nächster Attack muss es töten. Na, oh, noch nicht ganz. Warum stirbt das Vieh nicht? Es hat kein Leben mehr! Du machst keinen Verlust, wenn du verlassen oder nicht versuchen möchtest. Mach die mal weg. Nehmen wir Ritter vorne hin, dann die Bogenschützen hier hinten und dann den hier noch. Schönes Ansturm von den Rittern, das hat ordentlich Damage gemacht. Aber ich kann es nicht einfrieren, vielleicht aber trotzdem ein bisschen Schaden machen. Moralverfall, aber diesmal läuft es besser. Ja, vorhin weiß ich nicht, warum das Vieh nicht gestorben ist. Bim. So, Level up. Level 2. Von 1 auf 7 Energie, von 2 auf 7 Mana und Lebenspunkte und Angreifen jeweils etwas erhöht. Und wir haben einen Punkt dazu bekommen und das können jetzt die Fähigkeit Eiswirbel theoretisch machen. Ja, zack, wir nehmen auf jeden Fall noch die beiden Items mit. Auf jeden. So, was haben wir hier? Hier können Sperrkämpfer rekrutiert werden. Mehr Einheiten verfügbar in 9 Stunden und 52 Minuten. Dann nehmen wir mal mit. Die ganzen Einheiten. Helden, Gegenstände. Und hier können wir auf jeden Fall den Eisstab mitnehmen. Zedernholzstab. Ein durchdrungener Stab, der Magiebenutzern Kraft verleiht. Und Magie auf um 2 Punkte erhöht. Erhöht Magiestand von Rettin von erlitten Magiestand pro 5 Magiepunkte wird maximal Mana um 1 erhöht. Und hier können wir jetzt den Eiswirbel erlernen. Abels normaler Angriff hat eine Chance von 25% einen Eiszapfen zu verschießen, dem Ziel, den Feinden in der Nähe wird sich 38 Frostschaden zufügt. Einheiten, die eine bestimmte Menge an Frostschaden erleiden, frieren ein. Zack, erlernt. Ach, das Vieh war heftig. Ach, jetzt geht's auf einmal, ja? Dann aber mal bitte tauschen, genau. Du brauchst mehr Helden, um Truppen zu setzen. Sind ja drei Truppen von denen. Ich weiß nicht, was da gemacht wurde. Gerade eben.
Irgendjemand hat da Damage gemacht. Oh, zack. Komm, Ariel, weiter vor. Die verschießt das mit den Eiszapfen automatisch. Also das ist hier, da, zack. Ist so eine passive Fähigkeit. Die muss ich nicht aktivieren. Rufio kniet vor dir, er bewundert und respektiert deine Stärke im Kampf und ist damit einverstanden, für dich zu kämpfen. Jetzt haben wir einen zweiten Helden. Mein Name ist Rufio, der strongest Warrior in the North. I shall be your champion. Danke. So, hier haben wir jetzt die Karte. Da haben wir angefangen, hier oben. Und wir können... Oh, die Shit ist hier groß. Die Karte. Meine Güte. Man sieht da an windige Ebenen. Oh nein, stopp. Haben mich das gerade 50 Gold gekostet? Ne, wollte schon sagen. Hyral, 1 Gold. Komme ich halt überall noch nicht hin. Besiege die Zwergengewehrschützen, 50 Gold. Besiege, töte die niedrige Hydra, 100 Holz. Und töte den Treant, gibt es 100 Gold. Lege ein Teil Heldenausrüstung an. Lana eine neue Heldenfähigkeit. Sammelt 2000 Goldmünzen. Ah, hier ist er. Da ist ein Level 4. Held Knorriger. 7400 Leben. So, Speer und Speer und Bogenschützen und Ritter. Ah, wie nicht genug Platz. Ach so, muss ich automatisch. Musste ich verschieben. Ich habe noch einen Gladiator. Zack! Auf geht's! Und die ein bisschen einfrieren, die Viecher. Ein Heldensprung. Achso, guck mal, die hat auch Cooldown. Das ist ja eklig. Moralverfall schon wieder. Bam! Das war total daneben. Okay, die rennen alle weg. Weil sie Angst haben. Aber die, die jemanden besiegt haben, kriegen einen kleinen Moralschub. Nice XP. So, nächsten Dings, die wir hier mitkriegen, ein paar Einheiten, die uns begleiten werden. Untote Legion, Kraft 447. Ich weiß nicht, wie viel Kraft ich überhaupt habe. Zack, zack. Nochmal alles in die andere Richtung schieben. Ich meine Helden hier unten hinpacken kann. Ich habe eine Kraft von 722. Und jetzt wird gekämpft. Hier seht ihr meine Ritter, die anstürmen. Batsch! Wecken Nazi-Gegner und erstmal allein frieren. Fast erstmal alle getötet und allein gefriert. Sehr geil. Ups, ich weiß nicht, wo er hingesprungen ist. Alles gut. Ja, durch das Freezen hat uns natürlich mega Vorteil gebracht. Ja, kaum was verloren. Zwei Lanzenträger haben wir verloren. Das reicht, das mehr ist auch nicht gewesen. Und ein Level Up! Auf Level 3. Eiswand können wir erschaffen und da können wir jetzt casten. Trete in Treant. Besiege die Leichenarmee. Ups, bleib mal schön hier, ist egal. Geh halt dahin. Da, die Eiswand. Able erschafft dann Eis und die Feinde für 10 Sekunden nicht überqueren können. Gigantische Einheiten können die Wand zerschlagen. Okay. Und er, oh ja, er kann ein Items anlegen. Eine Eisenaxt. Plus 2 Macht. Ja.
So, da haben wir auf jeden Fall ein paar Tränke, ein bisschen Gold, noch mehr Gold, noch viel mehr Gold und Holz sehe ich auch noch. Kann ich auch nicht lang? Langbogenburg, du requires Level 2 Burg. Also die hier. Oh, jetzt sind wir hier drin. Baue ein Level 1 Fort. Ermöglicht die Level 1 Sperrkämpfer auszubilden. Okay. Level 1 Bogenschießplatz. Ich denke, wir werden einfach alles bauen. Kann ich gleichzeitig mehreres bauen? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Q. Doch, eine Q gibt's. Sehr gut. Und noch ein Sägewerk. Q. Okay, meine Q ist maximal 2 Plätze lang. Jetzt wird das gebaut. Ich will nicht mal wieder raus. Baue ein Fort Level 1. 10 Minuten Booster gibt es dafür. Bilde 12 Level 1 Sperrkämpfer aus. Zack. Dauert 1 Minute 42 Sekunden. So, verbessern können wir die auch noch. Später, einfach mal. Was haben wir hier noch? Veteranen-Sperrkämpfer. Hier kriegen wir Gold. Produziert 20 Gold pro Stunde bis zu einem Maximum von 240 Bauern, produzieren 0 Gold pro Stunde. Level 2 Burg. Komm, ab in die Queue damit. Dann kann ich ganz, ganz viel mehr bauen. Und das Sägewerk produziert wahrscheinlich 60 Holz pro Stunde. Naja, 20 Holz pro Stunde, genau. Okay, dann haben wir einen 10-Minuten-Booster bekommen. Die windige Ebenen können wir für 50 Gold erkunden. Hügel des Sonnenuntergangs. Kann ich irgendwie weiter rauskommen? Das geht nicht, schade. Aber hier? Request Level. Achso, okay. Klar, klar, klar. Oh, jetzt ist ein riesiges Feld. Du kommst mal schön hier hin. Die Bogenschützen kommen auch nicht so weit nach hinten. Und der Gladiator, der kommt ein bisschen mit vor. Eine Eiswand. Ja, bringt irgendwie noch nicht so wirklich. Finde ich. Ja, wie sind die abgehauen? Warum sind die abgehauen? Warum hauen die erst so wegen den Lanzenträgern? Batsch! Ja, Pferde haben natürlich Angst gegen Lanzenträger, ganz klar. Schiebe den Finger über das Schlachtfeld. Wow, wie geil ist das denn? Zack, und die kommen nicht mehr raus. Oder die kommen dann nicht weg, wie die abgehauen. Wow, wie krass. So, er hat einen Level abbekommen. Hackende Klinge. Training abgeschlossen. Achso, die Speerviecher da. Und jedes Mal wahrscheinlich kriege ich jetzt mal ein Gold und ein Holz. So, nehmen wir mit. Was kosten die? 4 Gold. Bilde 12 Level 1 Sperrkämpfer aus. Baue einen Level 1 Bogenschießplatz, erkunde die Nebelregion windige Ebenen und bilde 12 Level 1 Bogenschützen aus. Und hier werde ich gleich ein Gold kriegen, gehe ich mal von aus. Sonst könnten die 3 Minuten durchaus rum sein. Wir gucken das ganz kurz an. Was haben wir hier? Benötigst um Wohlstand, um deine Burg zu verbessern. Du kannst Wohlstand verdienen, indem du Bauwerke errichtest und hier ein Gold. Okay. Und ihr seht, wie viele Gegner es hier gibt. Wildes Weideland. Für 50 Gold kann man das erkunden. Boah, wie kann man hier besser alles erkunden? Was ist das denn? Du hast deine Tafel in roten Runen entdeckt. Man sagt, dass sie einem Helden bessere Führungsstärke verleihen. Bitte wähle einen Helden aus. Eine rote Rune. Nee, möchte ich jetzt noch nicht geben.
Okay, jetzt geben wir es doch hier. Geil! Das Spiel sieht gar nicht mal so uncool aus. Eine Ladung Münze ist transportbereit. Hier kannst du Echsenkrieger rekrutieren. Okay. Das ist interessant. Ein cooles Spiel. Ja, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das war es mal angespielt erstmal gewesen. Zu Art of Conquest. Vielleicht werde ich weiterspielen. Mal gucken. Sieht auf jeden Fall mal nicht ganz so uncool aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder bei Angespielt. Bis dahin. Ciao.